Ja. Smoothies, ihr kennt das bestimmt. Ihr seid krank und seid zu Hause und müsst das Sofa hüten und habt alle Serien durchgeguckt und es kommt nur Hartz-IV-Bullshit. Was macht man dann? Pokémon spielen! Und nachdem es jetzt endlich Pokémon Go gibt, habe ich mir das gehört und habe versucht, in meiner Wohnung alles zu fangen, was irgendwo rumkreucht und fleucht, was nicht so wahnsinnig viel war. Und da aber mein Kühlschrank leer ist und ich was essen muss, habe ich gedacht, statt ich jetzt ins Auto steige und 2 Minuten fahre, laufe ich 10 Minütchen. Frische Luft wird mir gut tun und fange dabei alles ein, was ich irgendwo an Pokémons finden kann. Und ich nehme euch natürlich mit! Jetzt stehe ich hier und habe die ersten Sachen auf meiner App. Und da ist ein Pokémon, da ist ein Pokémon, das wir jetzt einfangen. Ne? Ein Taubsi, ein wildes Taubsi. I got it, I got it. Das sind immer so laute Autos. Ne? So, jetzt gehen wir weiter. Wir machen uns jetzt auf Richtung Edeka, was zu essen holen. Und auf dem Weg dahin gehen wir die Pokémon-Station ab und fangen ganz viel. Arena da irgendwo. Ich stehe jetzt hier an der Kirche. Mir wird hier ein Pokémon-Spot angezeigt. Wenn ich das hier drehe, dann habe ich jetzt 3 Pokébälle bekommen. Yes! Und da ist direkt noch eins. Wir gehen weiter. Hihi. Wir wollen jetzt da noch 2. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich als erstes hingehen soll. Ich glaube, der Brunnen ist der nächste Spot. Yeah, Rathausbrunnen. Brunnen neben dem Frickenhäusener Rathaus. Und hier kriegen wir noch gar nichts. Wieso kriege ich nichts? Ich bin nicht zu weit weg. Das funktioniert. Jetzt. 3 Pokébälle und ein Ei. Oh, was ist ein Ei? Wir machen uns, während wir uns überlegen, angucken, was ein Ei ist, auf zu der Arena da hinten. So, was ist ein Ei? Items? Ich kann eine Ei-Brotmaschine kaufen. Also jetzt noch nicht, weil ich noch nicht genug irgendwas habe, aber... Guck mal. Da vorne ist das nächste. An der Brücke wird ein neues... Wir werden neue Pokémon. Ich habe noch gar kein weiteres Pokémon entdeckt. Ich möchte ein Radrad fangen. Hier haben wir das Frickenhäusener Hexenhaus. Das sieht halt da genauso aus. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Wie das Haus. Ich wusste nicht, dass wir ein Hexenhaus haben. Und so lerne ich meinen Ort kennen. Noch mehr Pokébälle. Und jetzt ist da noch irgendwas. Achtung, Auto. Hier sind die Frickenhäuser, ein GTI-Tuner. So, und hier haben wir jetzt der Vogelbrunnen. Ach ja, guck mal, da. Wir gehen rein. Der Frickenhäuser Vogelbrunnen ist ein weiterer Spot und hat für uns noch ein Ei. Wir haben noch ein Ei. Und 3 Pokébälle. So. Und jetzt möchte ich ganz gerne irgendwie auf dem Weg davor noch ein wildes Pokémon fangen. Mich würde ja interessieren, ob es in der Wiese Pokémon gibt. Komm, wir laufen über die Wiese. Da ist eins! Da! Catch 'em all! Los! Wer fällt ein? Ja, schön. Wir sind so weit weg. Jetzt. Ich komme nicht ran. Doch jetzt. Ein Taubsi. Catch it all. Ah. Taubsi wurde gefangen. Ich habe schon ein Taubsi gehabt. Yes.
So, ihr Schnuckels, und jetzt gehen wir nochmal zur Poker-Arena und gucken, wen wir da herausfordern können. Da vorne auf der Karte ist die Poker-Arena und wir gucken jetzt, wer uns da so entgegenkommt und wen wir da so herausfordern können. Ich glaube, die Bibliothek ist die Pokémon-Arena. Oh, und ich glaube, ich kann sie schon anklicken. Ja! Achtung! Dies ist eine Arena. Hier testest du dein Können Pokémon kämpfen. Hm, du scheinst noch nicht sehr viel Erfahrung als Pokémon-Trainer zu haben. Komm mal zurück, wenn du Level 5 erreicht hast. Oh nein! Oh nein! Das heißt, ich muss noch ein paar mehr Spots besuchen und ein paar mehr wilde Pokémon fangen. Aber dann, Schmusis, im nächsten Video zeige ich euch meinen ersten Arena-Kampf, wie ich sie alle platt mache. Bis zum nächsten Mal.